Das Thema lautet Turing-Maschinen. Das haben wir bislang schon gemacht. Wir haben also jetzt die Sprachklasse L3 besprochen, wir haben die Sprachklasse L2 besprochen, haben jeweils das Grammatikkonzept kennengelernt, bei den L3-Sprachen die rechtslinearen Grammatiken und die endlichen Automaten. Dann haben wir die kontextfreien Grammatiken gehabt als die Grammatik zur Erzeugung der L2-Sprachen, den Pushdown-Automaten als das Automatenkonzept. Und zwar springen wir hier hin. Was wir eigentlich auch schon gemacht haben, zumindest ganz kurz, kontextsensitive Grammatiken. UBG, unbeschränkte Grammatik. L0 ist die Sprachklasse der Sprachen, die durch eine beliebige Grammatik erzeugt werden. Da gibt es also keine Einschränkung an die Regeln der Grammatik. Dann haben wir noch die kontextsensitiven Sprachen. Die Grammatik haben wir kennengelernt. Das ist die Sprachklasse L1. Den Automat lasse ich jetzt erst aus, da komme ich später noch zu. Und wir wenden uns jetzt erstmal diesem Automatenkonzept zu, der Turing-Maschine. Was ist die Turing-Maschine? Ich hatte Ihnen, glaube ich, mal so ein Bildchen gezeichnet, des endlichen Automaten. Wir haben irgendwie eine Eingabe. Wir haben eine Übergangsfunktion, Delta, wir haben eine Menge von Zuständen. Das war irgendwie so der deterministische endliche Automat. Eine endliche Eingabe, die einmal von links nach rechts gelesen wird. Wir haben eine Übergangsfunktion, die liest irgendwie die Eingabe, die liest den aktuellen Zustand und geht dann in den Folgezustand über. Das modifizieren wir jetzt ein ganz klein bisschen. Hier nochmal ganz kurz zum deterministischen endlichen Automaten. Das soll andeuten, ich lese von links nach rechts. Bei der Turing-Maschine haben wir kleine Änderung, und zwar einmal, dass wir jetzt nach rechts und links laufen können. Die Übergangsfunktion bleibt, die Zustände bleiben auch. Wir treffen allerdings keine Unterscheidung mehr zwischen finalen und nicht finalen Zuständen, das gibt es nicht mehr. Es gibt einen ausgewiesenen Sonderzustand, das ist der Haltezustand. Und was wir haben, das Band ist nicht endlich, das kann beliebig lang werden. Zur einen Seite ist es begrenzt, darum male ich das meistens hier mit so einem etwas dickeren Strich. Ich spreche dann auch von einem einseitig beschränkten Band, dass ich sage, so nach links hin gibt es ein Ende des Bandes, nach rechts kann es beliebig lang werden. Und ganz wichtiger Unterschied, ich kann nach links und nach rechts laufen. Das, was bei einem endlichen Automaten nie passieren konnte, weil wir da ja nur einmal von links nach rechts laufen, kann hier ganz schnell passieren, nämlich das Erzeugen von Endlosschleifen. So, das sind die einzigen Unterschiede zum endlichen Automaten. Wenn ich mir hier diese Chomsky-Hierarchie angucke, wir sind auf einmal vom linken Ende an das rechte Ende gesprungen. Das ist die Idee einer Turing-Maschine. Entwickelt 1936 von Alan Turing, englischer Mathematiker. Mit Hilfe dieser Turing-Maschinen hat er auch ein wichtiges, fundamentales Ergebnis der Informatik erzielt oder nachgewiesen, dass nämlich nicht alle Probleme, die wir gerne mit dem Rechner lösen möchten, auch mit dem Rechner lösen können. Also wir werden anhand dieser Maschine feststellen, nicht alle, ich sag mal, vernünftig formulierten Fragestellungen lassen sich auch wirklich maschinell lösen. Ja, aber dieses einfache Modell wird uns dienen als sozusagen Grundlage für den Begriff der Berechenbarkeit, also was können wir überhaupt mit einer Maschine berechnen und was können wir nicht berechnen? Oder welche Probleme können wir lösen und welche Probleme können wir nicht lösen? Die Aussage, das ist die Church'sche These. These heißt ja immer, das ist eher eine Vermutung. Das ist auch formal nicht nachgewiesen, dass das so ist. Aber es konnte bislang auch noch niemand einen Gegenbeweis anführen. Ist für die Informatiker zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt eine wichtige Erkenntnis, dass halt dieses Modell halt eine besondere herausgehobene Rolle hat.